Ja Leute, heute gibt es etwas ganz Besonderes und zwar wieder ein Duell mit dem C zu dem K. Hallo erstmal. Hallo. Und heute haben wir natürlich was Besonderes und zwar kein Anime-Duell, sondern Oldschool Yu-Gi-Oh! Ja, wie man es früher kannte mit Topf, der Gier und allen drum und dran. Wir haben hier zwei Decks einmal. Man wird mal sehen, der Bessere wird garantiert gewinnen. Also Leute, wichtig zu erwähnen, das Ganze ein Best of Three bedeutet, falls ihr sehen wollt, wer das Match gewonnen hat, nicht das Spiel, müsst ihr rübergehen zum CK. Also da ist das Rätsel zu sehen und ich würde sagen, rein ins Duell. Was denn? Also meine Hand ist... Ich weiß nicht mal, wie ich das beschreiben soll. Hast du kein Monster gezogen? Oder hast du nur Monster gezogen? Also ich würde sagen, was hast du? Wir fangen an mit der linken Duo. Das, oh mein Gott. Das ist doch schon mal fair, oder? Ich zahle dafür auch gerne 1000 Lebenspunkte. Eins. Natürlich, ey. Dann ist das die. Okay. Das ist fair, jetzt darfst du noch eine freiwillig abwerfen. Ja. Ja, 1600. Das ist interessant. Ja, und dann, zwei Karten verdeckt und du bist drin. Okay. Deswegen war so Delinktu und Bodenklappfalle. Was ist das denn? Ach man, komm, das ist gut. Das ist auch gut, ja. Ja, dann nehme ich dir Dekoshi raus. Natürlich nimmst du mir den weg. Du hast nur Dark with Engrave. Okay, muss ich auf Light aufpassen. Ja, wäre jetzt der Topf der Gier, den ich jetzt aktiviere. Der hilft gegen jeden Vampir und der wird annulliert. Let's go! Judgment! Ja. Bin ich? Ja. Ja, ich darf halt auch einfach gar nichts machen, so. Was ist das denn? Du bist rein! Ich zieh da auch nichts! Digga, was? Gartenzerstörung. Oh, nein! BLS-Sturm! Ja, Junge! Oh mein Gott, okay, das ist krass. Einfach vier Karten automatisch. Hey, Digga! Ja, ja. Mach. es wirkt, als wärst du etwas deprimiert. Was ist denn los? Ganz mächtig, ich hab eigentlich Monster gezogen, wer spielen kann. Truppenex. Battleface Attack! Ja. Ey, in 8 Zügen hab ich gewonnen. So ein Ding ist das. Halt! Ja. Ich möchte noch eine Karte wegsetzen. Bist du. Auf die neue. Klar, aber ist nicht schlimm. Ist nur ein Buch. Okay. Tsukuyomi! Ist ja. Wie müssen wir bucken? Ja. Okay. Hey komm, meine Lebenspunkte sinken und sinken. Das muss man jetzt auch fairer machen. Ich darf einfach nichts tun, du bist. Nee, darfst du auch nicht. Aber in 8 Zügen habe ich gewonnen, habe ich dir gesagt. Es geht sogar schneller jetzt. Ich habe ja einmal Ring aktiviert. So. Und dann setzt du natürlich noch eine Karte verdeckt und dann bist du dran. Mystische Tomate. Digga, willst du mich eigentlich verarschen? Ist das eigentlich dein Ernst? Was ist denn los? Oh, jetzt habe ich mir falsche Lesungen abgezogen. Das ist Minus. Doch, ist so richtig. Ach, nee, 1,50 doch. Ja. Ach, egal. Ja. Dann bist du. Jetzt habe ich Angst. Wovor? Ich bin so low life, da TT oder Mirror Force nimmt mein Leben komplett auseinander. Okay. Also ich spiele jetzt in eine Karte davon. Okay. Ring der Zerstörung. Oh! Was? Nein! Warte! Nein, ich habe keinen Buch oder so! Jo, zum Glück, ja. Lebenspunkte sind ein wichtiges Gut, zumindest im alten Yu-Gi-Oh! Oh nein! Oh, was für ein Duell! Was war das? Du darfst nicht spielen und dann gewinnst du trotzdem. So, los geht's! Dann wollen wir mal. Wollen wir mal sehen. Und wir fangen an, ganz, ganz... Was hast du jetzt? Du, dein Blick! Ich fange ganz, ganz entspannt an. Mach mal zu. Okay. Du bist dran! Okay. Ja, du hast keine Angst vor Sturm, weil du hast ja eh Solemn Judgment, deshalb.
schlecht. Ja gut, also wir fangen erstmal so hier an, ne? Donnerdrache. Ash. Let's go. In Gold wäre das jetzt voll gut, das eigentlich fast schon zu ashen. Eigentlich schon. Ja, wobei, du hast ja trotzdem Licht im Krieg. Ja, aber trotzdem. Ja, aber es ist schon minus, also es ist Ausgleich, aber für dich minus zwei Handkarten. Lockbird auf Resolve. Ja, du suchst eh nichts mehr. Okay, dann, ich beatstick dich einfach. Oh, dann liegst du vielleicht gar nicht mal so falsch. mach mal MST. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Mach mal. Wie süß. Du hast eh einen Knock. Tu nicht so, als hättest du keinen Knock. Knock. Natürlich hast du es. Aber sogar die Kushi. Ja, das schmeckt doch. Ich weiß nicht, wo das Problem ist bei dir drüben. So, damit du jetzt gar nichts erst sammelst. Und ich verbanne dir deinen Thunder Dragon. Das ist eine sehr interessante Hand, die ich habe auf jeden Fall. Oh. Dann bist du dran. Ich gebe immer minus 17.000 an. 17.000 einfach. Ja, let's go. Ja, was so. Ja, mach. Es kann ja sein, dass du jetzt ein Flipmonster hast. Tschüss, okay. Er rastet komplett aus. Irgendwie? Tomate. Nein, es ist keins! Ja, gut. Aber er muss nur Schaden machen, ne? Ja. Das ist ja praktisch wieder. Angriff. 300. Tomate-Effekt. Boah, diese Floater sind immer so schön, ne? Ja, die sind echt schön. Was kann ich denn damit holen? Ich kann ja nur Quatsch damit holen. Sangern, oder nicht? Achso, das ist doch ärgerlich. Das ist schon in der Hand. Was ist das? Ja, ey, es sind 200 weniger Schaden. Ja, dann sind die Tomaten weg. Ja, und dann setze ich eine Karte und dann bist du dran. Dann zeig mal das Elend. Ich nehme dich komplett hops. Was ist das denn? Ich habe nur Monster. Ja, also ich glaube, ich nehme dir den Sangern raus. Ne? Ja, okay. Ja, das Duell ist gelaufen, würde ich sagen. Ja, dann setzen sie mal ihren Brecher und ihr Magier des Glaubens. Ich kann den einfach abwerfen. Und wieso? Das geht in Gold. Am Vulcan Target das? Ja. Achso. Fail to Find heißt das. Das gibt's. Wusstest du das nicht? Nö, wusste ich ja nicht. Ich kann den abwerfen, auch wenn ich keinen im Deck habe. Du kannst Kosten zahlen. Stark. Ich wusste halt, dass sowas kommt, deswegen habe ich mich gar nicht darüber gefreut, so, weißt du? Ja, I mean fair. Ja, du wusstest es, bei 3 Set keine Angst vor Sturm, also. Ja, das musste sein. Dann mach mal. Ja, dann gehen wir in die Battle Phase. Ja. Möchtest du Regekim-Rechner machen? Ja. Angriff. Gebe ich mir mystischer Raumtaifun zurück auf die Hand. Krass, 1-8. Ja, dann sind. Was möchtest du wegnehmen? Die beiden Lights bitte. Obwohl der BLS sogar wieder gut werden kann. Der Chaos wieder gut werden kann. Der kann gerade gut werden, ja. Ah, dann setze ich eine Karte, dann bist du. Ich hab so keinen Bock mehr auf mein Leben, du bist. Ja, Angriff. Ja. Ah, ich hab. Ja. Ja, ich hab verloren. Ey, was ist, ey, gegen das Deck zu verlieren ist aber so eklig, weil du kannst einfach nichts tun. Ja, das waren ja 2 fixe Duelle, da haben wir uns ja nicht lumpen lassen, würde ich sagen. Ging aber immer schnell, aber ist ein Best of 3, bedeutet, noch ist nichts verloren, noch kannst du gewinnen, noch kann ich gewinnen. Also schaut bei CK Phoenix vorbei und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.